الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir beginnen mit dem zweiten Hadith aus der Al-Arba'un al-Nawawiyya. Vorher noch eine Kleinigkeit zum letzten Hadith, die wichtig ist. Und zwar hat es etwas mit den Absichten zu tun. Wenn man für jemanden eine Handlung, ich habe vorhin erwähnt, dass in gewissen Handlungen die Niabe erlaubt ist, das Vertreten von Personen. Wie ist es, wenn man es ohne seine Zustimmung tut oder ohne sein Wissen? Ohne sein Wissen, ohne seine Zustimmung praktiziere ich in Vertretung von jemandem eine Handlung. Gehen wir davon aus, handelt es sich um zum Beispiel um das Ausgleichen einer Schuld. Jemand hat eine Schuld und ich begleiche sie für ihn, ohne ihn gefragt zu haben oder ihn um Erlaubnis gebeten zu haben. Oder jemand hat bei mir eine Amana hinterlassen. Als Treuhänder hat er bei mir beispielsweise ein Lebewesen hinterlassen, ein Tier. Und dieses Tier muss natürlich versorgt werden und die Versorgung bringt Kosten mit sich. Auch das Ausgleichen von Schuld bringt Kosten mit sich. Ich tue dies für ihn. Hier stellen sich zwei Fragen. Die Frage Nummer eins, ist das überhaupt gültig oder legitim? Und die Frage Nummer zwei, habe ich Anrecht darauf, diese Ausgaben von ihm anzufordern? Ich gehe danach zu ihm hin und sage, ich habe für dich die Schuld beglichen, gib mir bitte das Geld. Oder ich habe für dein Tier Nahrung gekauft, habe es sozusagen unterhalten und das hat mich so und so viel gekostet und ich verlange von ihm die Kosten. Wie gesagt, er hatte mir das nicht befohlen oder mich dazu beauftragt, noch hatte ich ihn um Erlaubnis gebeten. In diesem Fall und in ähnlichen Situationen, aber das gilt nicht für alle Situationen, aber in diesen Situationen, die ich genannt habe und ähnlichen Fällen, gilt folgende Regel. Das ist ein Prinzip in der Scharia, in den Al-Qawaid al-Fiqhiyya wird es genannt. Das hat der Nazim so wie folgt ausgedrückt. Er sagte, وَمَنْ يُؤَدِّي عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا لَهُ الرُّجُوعُ إِنَّ وَيُطَالِبًا وَمَنْ يُؤَدِّي عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا لَهُ الرُّجُوعُ إِنَّ وَيُطَالِبًا. Wer eine Pflicht für seinen Bruder erfüllt, also in Vertretung, der darf das jeweilige einfordern, wenn er das beabsichtigt hatte. Deswegen habe ich das hier erwähnt, weil das hat mit der Absicht zu tun. Das heißt, wenn er während er diese Pflicht oder die Schulden beglichen hat, er hatte die Absicht, sie wieder einzufordern, dann darf er das. Und die andere Person ist dazu verpflichtet, diese Kosten auch für ihn zu zahlen. Sollte er die Absicht haben, das in Form von dem Tabarru zu tun, das heißt in Form einer, ich nenne es mal Spende, Tabarru, dann darf er das nicht verlangen von ihm. Das heißt, natürlich dein Gegenüber weiß das nicht. Dein Gegenüber weiß nicht, was für eine Absicht du hattest, aber Allah Ta'ala weiß es. Das heißt, wenn du die Absicht hattest, in dem Moment das kostenlos zu machen für ihn, und später denkst du, das wäre doch besser, wenn ich das nehme. Dann gehst du zu ihm hin und sagst, hier, ich habe das gemacht. Darfst du das? Darfst du das nicht mehr. Denn das war eine Form der Hiba. Eine Form der Hiba, der Schenkung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-a'idu fi hibatihi kal-kalb ya'udu fi qai'i. Jemand, der bei seiner Schenkung zurücktritt, jemand, der bei einer Schenkung zurücktritt, ist wie ein Hund, der
Ja, wie ein Hund, der in das, was er ausgeworfen hat, wieder mit seinem Maul rangeht. Dass er genau sein Erbrochenes wieder zu sich nimmt. Deswegen sagen die Jumhur, der Ahlul Ilm, es ist nicht erlaubt, bei der Hiba zurückzukehren, zurückzutreten. Ausgenommen vom Vater. Ausgenommen vom Vater. Der Vater, wenn er einem seinen Kinder etwas schenkt, darf er wieder zurücktreten. Manche der Ahlul Ilm hatten einen seltsamen Istidlal bei diesem Hadith. Und zwar war er der Auffassung, dass dieser Hadith nicht darauf hindeutet, dass es verboten ist, dass es haram ist, bei seiner Schenkung wieder zurückzutreten. Wisst ihr warum? Also es ist unbestritten, dass es nicht den Manieren und dem Anstand entspricht. Und es entspricht auch nicht den Sitten, dass man etwas schenkt und wieder zurücktritt. Das ist nicht das Problem. Das ist tadelnswert und kritikwürdig. Aber er sagte, dieser Hadith, aus ihm kann man nicht ableiten, dass es verboten ist. Warum? Ist der Hund mukallaf? Ist er zurechnungsfähig? Er sagte, es ist für den Hund nicht verboten. Und deswegen ist es ist für den Hund nicht verboten, in seinem Erbrochenen das wieder zu sich zu nehmen. Aber er meinte, damit will der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einfach nur darstellen, dass es eine verabscheuenswürdige Handlung ist. Etwas Inakzeptables. Gut, wir gehen weiter zum zweiten Hadith. Dieser zweite Hadith ist einer der wichtigsten Texte in diesem Buch. Oder im Allgemeinen eines der wichtigsten Hadith überhaupt. Einfach aus dem Grund, dass dieser Hadith die Gesamtheit des Dienst in sich einschließt. Die Gesamtheit des Dienst ist in diesem Hadith eingeschlossen. Wenn auch nicht detailliert, aber er beinhaltet die Umrisse des Dienst. Und deswegen sagte er am Ende dieses Hadith, als diese Person, die Jibril in Gestalt dieser Person, fortging, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Hada Jibril atakum yuallimukum dinakum. Das ist Jibril, der gekommen ist, um euch euren Din zu lehren. Daher sind sich die Ahlul Ilm einig darüber, dass dieser Hadith eine äußerst hervorragende Stellung unter den Texten nimmt. Und man könnte in der Erklärung dieses Hadith mehrere Bände schreiben. Wir lesen einmal den Hadith vor. Er ist von Umar wieder Umar ibn Khattab, wie der erste Text. Er sagt darin: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. عمر sagt, als wir eines Tages mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam beisammen saßen, trat plötzlich ein Mann vor uns hin, der strahlend weiße Gewänder trug und pechschwarzes Haar hatte. Keine Spuren einer Reise waren an ihm zu sehen oder erkennen und keiner von uns kannte ihn. Der Mann setzte sich dann zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, lehnte sein Knie gegen das Knie des Propheten und legte seine Handflächen auf seine Oberschenkel. Auf wessen Oberschenkel? Hä? Seine eigenen. Ich glaube, die meisten Schurrah sagen hiermit, ist gemeint seine eigenen. Weil der Hadith, er sagt ja, ala fakhidayhi, das Haar, das Pronomen, kehrt es zum Propheten zurück oder zu der Person selbst? Es ist möglich, beides ist möglich. Aber in die Überlieferung von bei An-Nasa'i,
An-Nasai überliefert den Hadith auch. Bei ihm wird erklärt, welche Oberschenkel gemeint sind. Da sagt er nämlich ausführlich auf die Oberschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also er hat seine Hände auf die Oberschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Vorausgesetzt, dieser Hadith ist sahih. Übrigens, An-Nasai, die Sunan von An-Nasai sind nach den Sahihain die zuverlässigste Quelle, da die Bedingungen von An-Nasai äußerst hoch gehalten wurden. Und die schwächste der Sunan, der Al-Kutub al-Sitta meine ich, Al-Kutub al-Sitta sind euch bekannt, oder? Al-Bukhari, wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai und Ibn Majah. Die unzuverlässigste der Sunan hier ist die Sunna von Ibn Majah. Deswegen sagen viele der Ahlul Ilm, wenn Ibn Majah alleine einen Hadith überliefert, ohne dass die anderen fünf daran beteiligt sind, dann ist das meistens suspekt. Muss also genauer geprüft werden. Auf jeden Fall, in der Riwayah von An-Nasai wird überliefert, dass er seine Hände auf die Oberschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam legte. Dann sagt er weiter: وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. Das ist der zweite Teil des Hadith. Er sagte: O Muhammad, berichte mir über den Islam. Manche erwähnen, dass es zu den Vorzüglichkeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zählt, dass Allah Ta'ala ihn nicht mit Ja Muhammad angesprochen hat. Er hat ihn jeweils entweder mit Ja Nabi, Ja Ayyuhan Nabi oder derartigen Aussprüchen aufgerufen. Ist das tatsächlich eine Vorzüglichkeit? Also im Koran kommt es tatsächlich nicht vor, dass er so aufgerufen wird. Aber in der Sunna kommt es vor. An einigen Stellen. Und die Sunna ist auch vom Wahi. Also diese Al-Fadila, die erwähnt wird, trifft nicht unbedingt zu. Deswegen da kommt es im Hadith vor, dass Allah Ta'ala zu ihm sagte: Ja Muhammadu, inni qadaytu li ummatika an la uhlikahum bi sanatin bi'amma wa an la usallita alayhim aduwan. ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم Er sagte: O Muhammad, ich habe dir für deine Umma gegeben, dass ich sie nicht allesamt durch Dürre und Armut sterben lassen werde. Und dass ihre Feinde nicht die Oberhand über sie bekommen werden, es sei denn, sie bekämpfen sich selbst untereinander. Das heißt, wenn dies passiert, dann werden auch die Feinde die Oberhand über sie gewinnen. Ja, auf jeden Fall, was ich hiermit sagen möchte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah Ta'ala mit diesem Aufruf aufgerufen wurde, ist in der Sunna bestätigt. Er sagt auf jeden Fall hier: Ja Muhammad, akhbirni an al-Islam, O Muhammad, berichte mir über den Islam. Dann nannte er die fünf Säulen des Islams. Er sagte, Islam bedeutet, oder der Islam ist, Islam bedeutet, dass du bekennst, dass es keinen Ilah gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dass du die Pflichtgebete verrichtest und die Zakah leistest, dass du im Ramadan fastest und zum Haus pilgerst, wenn du in der Lage bist, dies zu tun. Das ist der zweite Teil des Hadith. Und dann sagte er, du hast recht gesprochen. Dann sagt Umar,
Da wunderten wir uns über ihn, wie er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zuerst fragt und ihm dann Recht gab. Denn grundsätzlich fragt nur jemand, der nicht weiß und nicht, wer schon Bescheid weiß. Außer man macht es, um jemanden zu prüfen. Und besonders, wenn man sich selbst beweisen möchte, dann sucht man extra Fragen aus, die kompliziert sind. Manchmal machen die Leute das auch so, er bereitet sich vorher eine Woche vor und dann stellt er eine Frage, die höchst kompliziert ist, aber er hat sich schon vorbereitet, damit er sich beweisen kann. Und damit er zeigen kann, dass sein Gegenüber ein Jahil ist und er selbst der Faqih. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder dann der Hadith, er sagt, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ, berichte mir über den Iman. فَقَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, berichte mir über den Iman. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, Iman bedeutet, dass du an Allah, an seine Engel, und an seine Engel glaubst, an seine Bücher und an seine Gesandten und an den jüngsten Tag. Außerdem, dass du an die Vorherbestimmung glaubst, das Gute davon und das Schlechte. Er sagte wieder, Sadaqt, du hast richtig gesprochen. Dann kommt der dritte Teil des Hadith. Hier handelt es jetzt um den Ihsan. Er sagte, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, berichte mir über den Ihsan, das Guttun. Ihsan bedeutet das Guttun. Er sagte, Al-Ihsanu, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Der Ihsan bedeutet, oder das Guttun bedeutet, dass du Allah dienst, als ob du ihn sehen könntest. Denn obwohl du ihn nicht siehst, so sieht er ja dich. Der Mann sagte wieder, richtig. Dann kommt jetzt der letzte Teil des Hadiths, der vierte Teil. In dem geht es um die Amarat, Amaratus Sa'a. Man sagt auch Amara. Die Merkmale, der Erkennungszeichen der Stunde. Und er sagt, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَ, berichte mir über die Stunde. As-Sa'a ist ein Ausdruck dafür, die Al-Qiyama benutzt wird. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ, der Gefragte weiß nicht mehr darüber als der Fragende. Was versteht ihr darunter? Dass er nicht weiß, Mann. Hat mal einen gehört, der hat da aus dem Hadith etwas ganz anderes abgeleitet. Er sagte, dass dieser Hadith ein Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, wann die Stunde ist. Wisst ihr warum? Weil der Fragende ist Jibril. Und er weiß es. Also weiß es der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch. Das ist natürlich verkehrt. Und das versteht man auch nicht daraus. Und das ist ein sehr ferner Ta'wil. Das ähnelt dem der Aussage von Muawiyah radiallahu ta'ala an, als man zu ihm sagte, Ammar ibn Yasir ist ja auf der Gegenseite gestorben, richtig? In dem Konflikt zwischen Muawiyah und den anderen. Das heißt, das Heer von Muawiyah hatte Ammar ibn Yasir umgebracht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, er sagte zu Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiya, die nicht im Recht liegende Gruppe wird dich töten. Und als man ihn damit konfrontierte, sagte er, jene, die ihn rausgebracht haben, haben ihn getötet. Er sagte, qatalahu man akhraja. Er wollte sagen, sie sind schuld daran.
Das ist natürlich eine Form des sehr fernen Ta'wil, denn die vordergründige Bedeutung, die man daraus versteht, die jeder Zuhörer versteht, ist, dass diejenigen, die ihn tatsächlich töten werden, im Unrecht liegen. Naja, dann sagt er weiter, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا, informiere mich über ihre Zeichen. Dann nannte er hier zwei oder drei Zeichen. Er sagte, أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, رَبَّتَهَا, weiblich. In einer Überlieferung heißt es رَبَّهَا. Das ist die erste. Und zweite, وَأَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَىٰ الْعَالَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Er sagte, berichte mir über die Anzeichen der Stunde. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sprach, dass die Sklavin ihre Herrin zur Welt bringt. Und dass du sehen wirst, wie die Barfüßigen, die Nackten, mit nackt ist gemeint, die spärlich Bekleideten, die in Lumpen bekleidet sind oder waren, einst waren, die Besitzlosen, die Schafhirten, sich anmaßen, hochragende Gebäude zu errichten. Er hat gesagt, das ist ein interessanter Punkt, er hat gesagt, die armen, Besitzlosen Schafshirten, weil wer Schafe besitzt, galt nicht als reich. Deswegen hat er nicht einfach nur Hirten gesagt, denn unter die Hirten fallen auch die Kamele. Die Kamelbesitzer hat er nicht. Aber wer Kamele besaß, galt als reich. Dann sagt er hier, der letzte Teil des Hadiths, der Schluss, ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ لِيَ عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Er sagte, wir verweilten noch eine Weile. Und, also der Mann ging fort und wir verweilten eine Weile. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja Umar, weißt du, wer das war? Wer der Fragende ist? Er sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann sagte er, das war Jibril, er kam, um euch die Religion zu lehren. Diesen Hadith hat nur Muslim überliefert, im Gegensatz zum ersten Hadith, den Bukhari und Muslim überliefern. Das ist also von den sogenannten Afrad, Al-Afrad von Muslim. Bukhari überliefert eine ähnliche Geschichte, aber nicht in der Riwayah von Umar, sondern von Abu Huraira. Ein ähnlicher Hadith, nur dort ist der Rawi Abu Huraira. In diesem Hadith sind einige Masail, die wir ansprechen können. Zuallererst, was man hier aus dem Hadith entnehmen kann, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Unterschied gemacht hat zwischen dem Islam und dem Iman. Oder nicht? Es ist offensichtlich, dass er den Islam und den Iman zu zwei verschiedenen, es handelt sich hier nicht nur um zwei verschiedene Begriffe, sondern auch um zwei verschiedene Realitäten. Es sind also keine Synonyme, gleichbedeutenden Wörter. Das können wir aus diesem Hadith entnehmen. Es gibt aber andere Texte, die lassen auf etwas anderes schließen. Zum Beispiel in den Sahihain auch, in dem Hadith der Delegation von Qais. Sie kamen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und baten ihn darum, ihnen etwas von den Schara'i' des Islams zu lehren. Daraufhin sagte er, Amurukum bi arba', ich befehle euch vier Dinge. Vier Dinge befehle ich euch an. Und vier Dinge verbiete ich euch. Und dann sagte er, Amurukum bil imani billah, ich befehle euch den Iman an Allah an. Dann sagte er, atadruna bal imanu billah, wisst ihr, was der Iman an Allah ist? Was bedeutet der Iman an Allah? Und dann nannte er die Shahada, das Verrichten des Gebets.
das Fasten. وأن تعطوا الخمس من المغنم. Dass ihr ein Fünftel von der Kriegsbeute ausgibt. Aus diesem Hadith entnehmen wir was. Hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal vergleicht wird nochmal. In dem Hadith von Jibril hat er zum Islam die offenkundigen Taten gezählt, die Taten, die man mit dem Körper verrichtet. Richtig? Und zum Iman hat er die inneren Taten gezählt, also den Glauben an die verschiedenen Glaubenssätze. Das hat er zum Iman gemacht. Also er hat diese Sachen voneinander getrennt. In dem Hadith, den ich eben genannt habe, hat er die äußerlichen Handlungen wieder zum Iman gezählt. Kann man daraus schließen, dass das Synonyme sind? Ihr wisst, was Synonyme sind. Gleichbedeutende Wörter. Kann man daraus schließen, dass Iman und Islam das Gleiche sind? Dieser Hadith ja, suggeriert das. Deutet darauf an. Deswegen gab es einige der Salaf, die tatsächlich der Auffassung waren, dass der Iman und der Islam ein und dasselbe sind. Iman und Islam sind ein und dasselbe, sind Synonyme. Das gab es einige der Salaf von dieser Auffassung. Andere sind der Auffassung, dass diese Wörter, man kann sie weder als Synonyme bezeichnen, noch kann man sagen, dass das verschiedene Wörter sind. Das ist immer kontextabhängig. Ibn Rajab hat hier eine ganz schöne Regel erwähnt. Er ist nicht der Einzige, schon vor ihm hat man das genannt, aber er hat das formuliert. Diese Regel schauen wir uns mal an. Eine Regel in Bezug auf diverse Begriffe. Also das ist jetzt, ich habe es versucht, an seiner Formulation, Formulierung zu halten. Er sagt, es gibt diverse Begriffe, die im Alleingang mehrere Dinge bezeichnen. Mit dem Alleingang ist gemeint, dass diese Begriffe, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Islam und den Iman. Im Alleingang ist gemeint, dass nur eines der Wörter in einem Kontext erwähnt wird. Beispielsweise sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Iman ist so und so. Oder nein, sagen wir beispielsweise ein anderes Beispiel. قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Die Mu'minun werden gedeihen. طيب. Nur die Mu'minun oder auch die Muslimun. Hier wurde das Wort im Alleingang erwähnt. Okay? Das meine ich mit Alleingang. طيب. Es gibt diverse Begriffe, die im Alleingang mehrere Dinge bezeichnen. Sollten sie aber zusammen mit anderen Begriffen, also mit dem Gegenstück, hier in diesem Fall jetzt Iman und Islam, sollten sie mit anderen Begriffen genannt werden, bezeichnet es nur noch einen Teil der Dinge. Und das andere Wort bezeichnet den Rest. Also es zerteilt sich. Wir haben dafür ein Beispiel. Denn das Beispiel wird bei den Fuqaha in den Kitab al-Zakat angewandt. Gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen Faqir und Miskin? Wir sagen es so anhand dieser Regel, die wir aufgestellt haben eben. Wenn die Worte Faqir oder Miskin alleine verwendet werden, ja, beispielsweise, wenn ich sage, gib dem Miskin etwas. Gib dem Miskin etwas. Das schließt auch den Fakir mit ein. Also hier ist dann jede Form des Bedarfs gemeint. Unabhängig von der Menge oder der Höhe des Bedarfs. Und wenn ich sagen würde, gib dem an einem anderen Tag, gib dem Fakir etwas. Hast du dem Fakir gesagt oder Miskin? Fakir. An anderen Tag sage ich, gib dem Fakir etwas. Ist dasselbe, kein Unterschied. Fakir und Miskin. Damit sind in diesen zwei verschiedenen Tagen, in zwei verschiedenen Aussagen, war das Gleiche gemeint. Erwähnen wir sie aber zusammen, in einem Satz,
Ich sage dir, gib dem Fakir und dem Miskin etwas, dann muss das was anderes sein. Richtig? Deswegen sagt Allah Ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Die Sadaqat sind für die Fuqara und die Masakin. Was ist dann der Unterschied zwischen Fakir und Miskin? Die Hanabila sagen, der Al-Fakir, man muss betrachten, dass Allah Ta'ala erst mit dem Fakir begonnen hat. Innama sadaqat lil fuqara wal masakin. Also ist die Haja des Fakir größer als der Bedarf des Miskin. Al-Fakir, sie sagen, Al-Fakir man yamliku aqalla min nusfi hajati. Der Fakir ist der, der weniger als die Hälfte seiner Haja besitzt oder gar nichts. Also von 0 bis, sagen wir, 49%. Nehmen wir an, jemand hat einen Bedarf von im Monat von 2000 Euro. 2000 Euro braucht er, um seine Bedürfnisse zu stillen. Seine notwendigen Bedürfnisse. Er hat nur 800 Euro. Fakir, oder? Er besitzt nämlich weniger als die Hälfte seiner Haja. Der Miskin ist der, der mehr als die Hälfte seiner Haja besitzt, aber sie ist immer noch nicht ganz gestillt. Jemand, der 1500 Euro hat, aber er braucht 2000 Euro. Miskin oder nicht? Miskin. Hallo Miskin. Sie verstanden? Also wir sehen, es gibt einen Unterschied. Wenn wir aber die Worte alleine verwenden, wenn ich beispielsweise in diesem Satz, den ich vorhin genannt habe, wenn ich dir sage, gib dem Miskin etwas. Gib dem Miskin etwas. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger, habe ich gesagt. Suchst du jetzt nach jemandem, der mehr als die Hälfte besitzt? Das macht keinen Unterschied. In diesem Sinne bedeutet das Miskin, es beinhaltet jede Form des der Al-Haja, des Bedarfs. So ist es mit den Begriffen Iman und Islam. Wenn sie zusammen genannt werden, in einem Text, in einem Satz, in einem Kontext, dann gehen sie auseinander. Dann gehen sie auseinander. إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا. So drücken sie das aus. وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا. Das heißt, wenn diese Begriffe zusammen genannt werden, trennen sie sich. Werden sie getrennt genannt, fügen sie sich. Versteht ihr? In dem Kontext, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hier jetzt genannt hat, im Hadith von Jibril, wurden sie zusammen genannt, nicht im Alleingang. Deswegen wurden sie auch getrennt. Und wenn sie zusammen genannt werden, dann müssen, was ist dann mit dem Iman, dem Islam gemeint? Mit dem Islam sind die offenkundigen Handlungen und Taten des Menschen gemeint. Al-A'mal al-Zahira. Und mit dem Iman sind die nicht sichtbaren inneren Handlungen des Menschen gemeint, das, wenn sie zusammen genannt werden. Und auch der Koran unterscheidet, macht diesen Unterschied. Der Koran macht diesen Unterschied auch. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Allah Ta'ala sagt, und die Beduinen sagen, Amanna, wir haben den Iman verwirklicht, wir sind Mu'minun. Dann sagt Allah Ta'ala, sag, ihr habt keinen Iman. Was sollen sie dann sagen? Walakin qulu aslamna, aber sagt, wir sind Muslime. Und der Iman ist noch nicht in eure Herzen vorgedrungen. Was ist mit diesem Vers gemeint? Waren diese Leute jetzt Muslimun, also Muslimun im Sinne des wirklichen Islams, oder waren das Munafiqun? Du siehst, wenn du die Tafsir aufschlägst, dass die Ahlul Ilm hier zwei Meinungen haben. Die einen sagen, das waren Munafiqun. Warum sollten sie dann sagen, Aslamna? Was wollte ich gerade sagen? Wegen dem, auf jeden Fall, eine Gruppe der Salaf sagten, hier sind Munafiqun gemeint. Und was bedeutet dann Aslamna? Ja, nee, das bedeutet in diesem Sinne, mit dem Islam sind einfach die offenkundigen Handlungen gemeint, die sie praktiziert haben, wie das Gebet und das Fasten, das Aussprechen der Shahada.
ohne dass es von einem inneren Iman begleitet wurde. Der Kontext, weil Allah Ta'ala sagt danach, وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. Und wenn ihr Allah und seinem Gesandten gehorsam seid, dann wird er nichts von euren Taten in Verschwendung geraten lassen. Also er wird nichts davon schmälern. Also euch wird der Lohn davon nicht entgehen. Das ist aber nicht, dieser Vers ist nicht, der beendet den Khilaf nicht. Warum? Weil das ist ein Bedingungssatz. In tuti'u Allah wa Rasulah. Und wer nur äußerlich den Islam auslebt, also nur äußerlich praktiziert, innerlich hat er nichts davon, er heuchelt nur alles vor, hat er Allah und seinem Gesandten gehorcht? Also dieser Vers, diese Auslegung ist durchaus möglich. Andere sind der Auffassung, dass damit tatsächlich gemeint ist, der wirkliche Islam. Also ihr habt den Rang des Islams erreicht und erfüllt aber nicht den vollkommenen Iman erlangt. Denn das Wort Mu'min ohne weitere Beschränkungen und Eingrenzungen geht über zum vollkommenen Iman. Wenn jemand sagt, Fulan und Mu'min, nur so, ohne weiter irgendwas zu sagen, dann heißt es, dass er den Iman in seiner Gesamtheit erfüllt und auslebt. Das heißt, er meidet sämtliche Verbote, er erfüllt sämtliche Pflichten. Es gibt nichts, was seinen Iman beeinträchtigt. Und deswegen hat Allah Ta'ala das in diesem Falle kritisiert, dass sie das nicht sagen sollen. Und daher erlaubt die Ahlus Sunnah, dass man sagt, ana mu'min insha'Allah. Ana mu'minun insha'Allah. Das ist kein Zweifel im Iman. Denn die Al-Mashi'a wird nicht nur für die Zweifel verwendet. Oder versteht man daraus Zweifel? Als Allah Ta'ala seinen Propheten die Eroberung Mekkas versprach, dass sie Mekka betreten werden, was sagte er dann? نعم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. Ihr werdet إن شاء الله das Masjid al-Haram betreten mit rasierten Köpfen und gekürztem Haar oder gekürztem Haar. Was heißt إن شاء الله hier? Zweifel? Nein, ist kein Zweifel. Von daher, die Ahlus Sunnah erlauben das, dass man insha'Allah sagt, einer Mu'min insha'Allah, man meint damit die Vollkommenheit des Imans, um die Vollkommenheit auszuschließen. Denn wer zu sich selbst sagt, einer Mu'min, das ist eine Form des Selbstlobes. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, sagt Allah Ta'ala, und klärt euch nicht selbst für rein, geläutert, vollkommen, dass man vollkommenen Iman hat. Daher die Aussage, dass dieser Begriff oder diese Aussage ana mu'min insha'Allah, dass das Kufr ist, das ist nicht richtig. Diese Aussage kommt von denen, die sagen, der Iman kann sich weder vermehren noch verringern und er eine Einheit darstellt. Und wenn er darin zweifelt, dann zweifelt er an seinem Iman. Deswegen, diese Aussage ist nicht richtig. Und man muss, wenn man Aussagen über den Takfir liest, muss man auch wissen, wer diese Aussage getätigt hat und warum er sie getätigt hat. Manche freuen sich immer, wenn sie irgendwas finden, wo über den Takfir die Rede ist, sie freuen sich sofort, hat was gefunden. Ich sage das nicht, um den Takfir gering zu reden oder dass er keine Grundlage, das meine ich nicht. Aber ich meine, dass manche Leute sich, es ist so, als ob sie Magnete sind dafür. Sie ziehen nur alles an, was darüber handelt. Ich habe mal mit einem gesprochen.
jemand aus diesem Lager, da hat er die Aussage von Ibn Khaldun gebracht. Ibn Khaldun ist euch bekannt? Ibn Khaldun sagte, wer sagt, ana mu'min insha'Allah, der ist ein Kafir. Und er hat sich dann mit dieser Aussage gebrüstet, ohne zu wissen, auf was diese Aussage beruht, ja, den Asl dieser Aussage. Worauf beruht denn die Aussage derer, die diese Auffassung sind? Sie hat also mit dem Iman zu tun, mit der Beschaffenheit des Iman. Und wie ihr wisst, die Ahle Sunna sind sich darüber einig, dass der Iman nicht eine einheitliche Beschaffung hat, dass er ein Komplex ist, das zunehmen und abnehmen kann. Oder? Ist es der Iman selbst, also der Tasdir, der zunimmt und abnimmt? Oder bedeutet die Zunahme einfach die Zunahme seiner Früchte? Im Sinne der Handlungen, der Aussagen. Oder kann auch der Tasdir selbst, also der Tasdir bedeutet, an den Wahrheitsgehalt einer Sache zu glauben, zu bestätigen. Das ist nämlich die sprachliche Bedeutung. Die sprachliche Bedeutung des Wortes Al-Iman, Al-Tasdiq. Al-Azhari, ein Sprachgelehrter, ich glaube aus dem 4. Jahrhundert oder 5. Jahrhundert, er sagte, es gibt den Konsens der Ahlul Ilm, dass das Wort Al-Iman sprachlich Al-Tasdiq bedeutet. Also an den Wahrheitsgehalt einer Sache zu glauben. Zu glauben, dass etwas der Wahrheit entspricht. Das ist das Ding. Deswegen sagten die Ikhwa von Yusuf, als sie ihren Vater belügen wollten, was sagten sie denn, nachdem sie die Geschichte erzählt haben? وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا. Was heißt das? وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Was heißt das? Ja, du wirst nicht an den Wahrheitsgehalt oder an die Wahrheit unsere Aussage glauben. Das ist, dieses Verhalten von ihnen ist, erinnert an, das ist ein typisches Schema, das manche Leute haben. Sie belügen dich einmal und dann versuchen sie diese Lüge zu beschwichtigen. Und beispielsweise, indem er diese Aussage sagt. Aber du wirst uns nicht glauben. Nein, er möchte das, er hat so eine Vorahnung, dass er ihm nicht glauben wird. Und dann sagt er derartiges, um seine möglichen Zweifel etwas zu besänftigen. Das ist wie wenn jemand, manche Leute haben diese Charaktereigenschaft, wenn sie jemanden, über jemanden lästern wollen, dann kommt immer das Wort aber. Dann er beginnt mit einem Lob, sagt, Fulan ist wirklich sehr gut, der hat so und so gemacht. Er möchte sozusagen, damit seine Aussage nicht so hässlich wirkt, damit er sie ein bisschen lindern kann, kommt er erstmal mit einer scheinbar guten Handlung und dann kommt er mit, nach dem Aber kommt der Rest, der zerstörerische Teil. Jedenfalls, diese Texte, wie in der Surat, hier in dieser Aussage, وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا, der deutet auch darauf hin, dass Allah Ta'ala einen Unterschied macht zwischen den Begriffen Al-Iman und Al-Islam. Es gibt noch einen weiteren Text, einen weiteren Vers, der auch einen ähnlichen Unterschied macht, über Lut. Über Lut und sein Volk. Man sagt, Lut war der Cousin von wem? Na, Ibrahim. Er sagt, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wir haben aus diesem Dorf oder der Stadt rausgeführt, die Mu'minun rausgeführt. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wir haben dort nur ein muslimisches Haus vorgefunden. Auch hier wurde ein Unterschied gemacht. Aber auch bei diesem Vers sind die Ahlul Ilm sich uneinig, was genau damit gemeint ist, wie vorher. Wie schon in dem ersten Vers. Was ich ebenfalls erwähnen will,
In Bezug auf die Ab- und Zunahme des Iman. Die Ahl-Sunnah meinen damit nicht mit der Ab- und Zunahme, dass sich lediglich die Taten und Handlungen vermehren, sondern der Tasdiq selbst kann zunehmen und abnehmen. Der Tasdiq selbst, also die Gewissheit. Es muss ja im Iman eine gewisse Form der Gewissheit da sein. Oder nicht? Eine gewisse Form des Yaqin, der Überzeugung muss da sein. Aber selbst diese Überzeugung kann zu- und abnehmen. Das heißt, die Abnahme der Überzeugung bedeutet nicht immer Zweifel. Die Intensität dieses Yaqin kann unterschiedlich sein. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel dafür. Das erwähnen die Muhaddithun und die Usuliyun in den Thematiken der Khabar al-Ahad. Ja, wenn beispielsweise eine Person zu dir kommt und sagt, Fulan, unser Bekannte ist gestorben. Und diese Person ist eine vertrauenswürdige, glaubenswürdige Person. Du glaubst ihr. Du nimmst das an. Tayyib. Und jetzt kommen noch eine zweite und eine dritte Person. Unabhängig voneinander. Und erzählen dir wieder, Fulan, die gleiche Person ist gestorben. Nach der Aussage der dritten Person, diese Überzeugung, die du hast, ist sie gleich wie die Überzeugung, die du am Anfang hattest, als nur eine Person gekommen ist? Unterschiedlich, oder? Die Intensität ist unterschiedlich. Aber nehmen wir mal an, jetzt siehst du, du läufst an seinem Haus vorbei und du siehst da so ein Wirrwarr von Menschen, die rein und raus gehen. Das stärkt die Überzeugung noch mehr, oder nicht? Und so genauso ist es beim Iman. Ich meine, beim Aslul Iman, dem Tasdiq, er kann zu- und abnehmen. Umso mehr man sich den Adilla des Iman mit ihnen konfrontiert wird, ja, wird der Tasdiq zunehmen oder abnehmen. Je nachdem, ja. Daher die Aussage, in manchen Büchern findest du bei der Erklärung der Ziyada und des Naqs des Iman, dass sie sagen, damit ist gemeint, dass die Früchte des Imans zunehmen, abnehmen, nicht der Iman selbst. Diese Aussage ist nicht auf die Ahlus Sunnah zurückzuführen. Dieser Hadith hier hat eine Geschichte. Der Hadith von Umar hat eine Vorgeschichte von Umar ibn Khattab. Muslim überliefert den, ja. Ibn Umar, also der Sohn, berichtet über seinen Vater. Der volle Kontext ist im Sahih von Muslim nachzuschlagen. Dort kamen zwei Personen zu Ibn Umar während der Hajj-Saison und sie sind zu ihm hingegangen und haben eine Frage gehabt über eine Gruppierung, die entstanden ist in ihrer Umgebung. Das zeigt auch, dass die Usul der Al-Bid'ah, die Usul der Mubtadi'ah, schon recht früh entstanden sind. Also in der Zeit der Sirar al-Sahaba gab es sie schon. Sirar al-Sahaba, damit sind die also Ibn Umar, Ibn Abbas und ihre Klasse gemeint. Es gibt auch die Sirar al-Tabi'in, das ist eine Tabaka, Sirar al-Tabi'in, die kleinen Tabi'in. Damit ist nicht das Alter gemeint. Damit sind jene Tabi'un gemeint, die nur ein, zwei der Sahaba von ihnen etwas überliefern. Ein, zwei der Sahaba von ihnen überliefern sie etwas. Die nennt man Sirar al-Tabi'in. Jedenfalls, sie sind zu Ibn Umar gekommen und sagten, wir haben hier eine Gruppe oder Leute, die, er sagte, yataqaffarun al-ilm. Das heißt, die eifrig nach dem Wissen streben. Die eifrig nach dem Wissen streben. Yataqaffar bedeutet eigentlich tief nach etwas, also tief in etwas greifen oder sich vertiefen im Wissen. Wa yaquluna innal amra unuf.
Und sie sagen, dass sämtliche Angelegenheiten Unuf sind. Unuf heißt, nicht vorherbestimmt sind. Nicht vorherbestimmt sind. Also sie negieren den Al-Qadar. Und dann sagte Ibn Umar, wenn du sie siehst, dann berichte ihnen, dass ich nichts mit ihnen gemein habe und sie mit mir nichts gemein haben. Und dass Allah Ta'ala ihre Handlungen nicht annimmt von ihnen, bis sie an den Qadar glauben, das Gute davon und das Schlechte. Und dann nannte er diesen Hadith. Dann nannte er den Hadith, den sein Vater überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dieser Hadith wird auch in einem anderen Wortlaut überliefert. Nein, das ist der dritte, der kommt noch. Der dritte auch von Ibn Umar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier die körperlichen Handlungen, die er genannt hat, die kann man einteilen in drei Kategorien. Handlungen, die lediglich mit dem Körper ausgeführt werden. A'mal badaniya mahdha. Dazu zählt das Gebet. Oder nicht? Das Gebet braucht nur den Körper. A'mal maliya mahda. Handlungen, die lediglich das Vermögen betreffen, wie die Zakat. Und Handlungen, die eine Mischung aus beiden Elementen sind, wie der Hajj. Eine Frage, da wir gerade den Hajj erwähnen. Jemand führt seinen Hajj aus mit verbotenem Geld. Mit Geld, das haram ist. Gültig oder ungültig? Da hier meine Frage, ist das Geld eine Bedingung oder eine Säule des Hajj oder ist es nur ein Mittel zum Zweck? Es ist nur ein Mittel zum Zweck. Die Hajj ist daher rechtsgültig. Rechtsgültig, auch wenn die Sache mit dem Lohn oder so, das ist eine andere Geschichte. Es wird nämlich unterschieden zwischen Akzeptanz und Belohnung. Das habe ich schon einige Mal erwähnt. Da gibt es dieses typische Beispiel, in dem der Prophet sagte über jemanden, der zu einem Wahrsager geht und ihn ausfragt, dass sein Gebet 40 Tage nicht akzeptiert wird. لَمْ تُقْبَلْ لَهُمْ صَلَاتٌ 40 يَوْمًا. Was heißt, sie wird nicht akzeptiert? Ist nicht gültig? Wenn sie nicht gültig ist, dann hat er seine Schuld nicht beglichen. Und wenn er seine Schuld nicht beglichen hat, dann muss er sie nachholen. Das hat aber keiner gesagt. Diese Auffassung gibt es nicht. Was heißt dann nicht gültig? Er wird nicht belohnt. Er wird nicht dafür belohnt, aber sie ist rechtsgültig und sahih. Das heißt, seine Pflicht erfüllt er damit. Ähnliches wurde überliefert über jemanden, der sich besäuft. Wer sich besäuft, sein Gebet wird 40 Tage nicht akzeptiert. Ist das Gleiche. Das heißt, wenn das Wort lam tuqbal, also die Verneinung des Qabul in den Texten vorkommt, man kann nicht pauschal sagen, das bedeutet, wird nicht akzeptiert. Man muss sich den Kontext betrachten. In dem Hadith von Abu Huraira, der in den Sahihain überliefert wird, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُ حَتَّى يَتَوَضَّأْ. Wenn jemand von euch im Zustand des Hadas gelangt, also der rituellen Unreinheit, wird sein Gebet nicht angenommen, bis er sich wieder wäscht. Was heißt annehmen hier? Nicht belohnen oder ist nicht rechtsgültig. Er erfüllt seine Pflicht nicht damit. Das heißt, man muss hier aufpassen, die Texte nicht pauschalisieren.
Die Usul des Iman, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier erwähnt, der Iman an Allah, der Iman an die Malaika, der Iman an die Bücher, die Propheten, den jüngsten Tag, das alles will ich nicht hier erwähnen. Nur kurz zum Al-Qadr, der Iman an den Qadr, weil wegen diesem Teil hat ja Ibn Umar den Hadith angeführt. Der Iman an den Qadr, auch das werden wir nicht genauer erörtern, aber nur kurz. Der Iman an den Qadr besteht aus vier Elementen. Aus vier Elementen, die muss ich kurz holen. Ah, hier. Der Iman an den Qadr. Der Iman an den Qadr bedeutet grundsätzlich, dass man an vier Dinge glaubt. Ohne die ganzen detaillierten, komplexen, philosophischen Fragen, die mit dem Qadr zu tun haben, damit muss man sich nicht beschäftigen. Es reicht, an vier Dinge zu glauben. Nummer eins, der Glaube an das Allwissen Allah Ta'alas. Das heißt, dass sämtliche Geschehnisse und Ereignisse seit eh und je und schon immer in seinem Wissen vorhanden waren. Im allgemeinen und detaillierten Sinne. Zweitens, der Glaube an die Verschriftlichung des Wissens, die Niederschreibung im Lauh al-Mahfuz und anderen Abschriften. Das ist natürlich nicht urewig, oder? Die Niederschreibung, das Wissen ist urewig, die Niederschreibung aber nicht. Und die dritte Sache, der Glaube an den Willen Allahs, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sämtliche Ereignisse, die stattfinden, den Willen Allahs passieren müssen. Das heißt, wenn er etwas nicht will, also nicht zulässt, dann geschieht es auch nicht. Und wenn er etwas zulässt, dann geschieht es. Das ist damit gemeint. Al-Mashi'ah, Nafida. Und die vierte Sache ist der Glaube daran, dass Allah Ta'ala, der Schöpfer, sämtlicher Substanzen ist und ihrer Handlungen. Was ist mit Substanzen gemeint? Das steht da unten. Substanzen sind für sich seiende Dinge. Ich weiß nicht, ob euch das viel sagt, aber Dinge, die also für sich existieren können. Das ist ein philosophisches Wort. Diese vier Dinge, wer daran glaubt, der hat den Iman an den Al-Qadha und den Qadr erfüllt. Mehr muss er nicht tun. Ein kleiner Hinweis noch, wie ihr seht, all diese Dinge, die wir genannt haben, erzwingen nicht oder deuten nicht auf einen Zwang hin, dass der Mensch zu seinen Handlungen gezwungen ist, wie eine Feder im Sturm, die hoch und runter geweht wird, nach rechts und links, die keinen Einfluss auf seine Handlungen und seine Umgebung hat. Das ist nicht gemeint. Deswegen, das ist nicht wie ein Dichter sagte, Al-Qa'u fil bahri maktufan wa qala iyaka iyaka an taqtalla bil ma'i. Er warf ihn in das Meer mit gebundenen Händen und sagte dann, wehe, dir werden nicht nass. Das ist der Zwang. Wenn man sagen würde, der Al-Qadha bedeutet Zwang. Tayyib. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind im zweiten Hadith und dem wichtigsten Hadith in diesem Buch, wie ich glaube ich gestern schon gesagt habe. Der Hadith von Umar ibn Khattab ist der wichtigste Hadith in diesem Büchlein. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir waren am Ende des Hadiths stehen geblieben, im letzten und vierten Teil. Ich habe den Hadith aufgeteilt in vier Teile. Der vierte Teil handelte um die Al-Amarat, Amaratus Sa'a oder Amarus Sa'a, beides kann man sagen. Amar, Amara ist ein und dasselbe. Und da wurde die Frage gestellt, fa'akhbirni an Sa'a, berichte mir über die Stunde, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَالْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. Der Gefragte ist nicht wissender darüber als der Fragende.
Und daher die Riwayat oder die Athar, die es hier gibt, es gibt ja einige Athar, die besagen, dass das Alter der Erde 7000 Jahre ist. Können die richtig sein? Wenn man das, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier sagt, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Und Allah Ta'ala sagt, thaqulat fi as-samawati wal-ard la ta'tikum illa baghta. Schwer liegt sie in der, im Himmel und auf der Erde, sie wird euch nur baghta kommen. Baghta heißt, dass man sie nicht voraussehen kann. Sie wird unvoraussichtlich kommen. Und er sagt in dem Hadith, der bei Bukhari überliefert wird, in dem Ibn Umar sagte, auch im Hadith von Ibn Umar, er sagte, Mafatihul Ghaibi Khams, die Schlüssel des Ghaib sind fünf. Yani mit diesem Ghaib ist gemeint Al-Ghaibul Mutlaq, der absolute Ghaib, den nur Allah Ta'ala kennt. Was sind das für Dinge? Inna Allah indahu ilmu sa'a. Bei Allah ist das Wissen über die Stunde. Wisst ihr, dieser Ausdruck, inna Allah indahu ilmu sa'a, yufidu al-taqsis, au yufidu al-hasra wal-qasr. Das ist eine Form, ein Stil, der den Hasr und den Qasr zum Ausdruck bringt. Ich hatte gestern gesagt, Al-Hasr wal-Qasr bedeutet, etwas auf etwas beschränken. Eine Sache auf eine Sache beschränken. Erinnert euch an das Beispiel von Zayd. Zayd, ich habe gesagt, Al-Alimu Zayd. Al-Alim Zayd. Das bedeutet, Zayd ist der Alim. Schließt aber nicht aus, dass es andere Ulama gibt. Aber wenn ich sage, beispielsweise, innama al-alimu Zayd, dann heißt es, der Alim ist nur Zayd. Es gibt verschiedene, verschiedene Schemata, um den Hasr und den Qasr anzuwenden. Eines davon ist es, was hier gemacht worden ist. Normalerweise müsste der Satz so lauten. Hier in diesem Fall, inna Allah indahu ilmu sa'a. Normalerweise müsste das lauten, ilmu sa'ati indahu. Ilmu sa'a indahu. Aber im Vers ist es umgekehrt. Oder nicht? Im Deutschen besteht ein Satz auch aus mindestens zwei Bestandteilen. Subjekt und Prädikat. Oder? Hier in diesem Vers, oder wenn ich diesen Satz hier in meinen Worten aussagen möchte, dann würde ich sagen, Ilmul Ghaib oder Ilmul Sa'a indallah. Ilmul Sa'a, das wäre das Subjekt hier. Und das Prädikat, also die Aussage oder die Nachricht, wäre dann indahu. Hier in dem Vers wurde das aber umgekehrt gemacht. Warum? Wegen diesem Hasr und Qasr. Das Umkehren der Reihenfolge eines Satzes dient dem Al-Hasr und dem Qasr. Also das bedeutet, nur bei ihm ist das Wissen über die Stunde. Wenn das Wissen über die Stunde nur bei ihm ist, was bedeuten dann Überlieferungen, in denen es lautet 7000 Jahre? Es gibt tatsächlich Athar, die das zum Inhalt haben, aber die Muhaddithun sagen, dass diese Berichte und Überlieferungen allesamt Israeliat sind. Israeliat. Und daher kann man sie nicht als Beweismittel nehmen, besonders dann nicht, wenn sie sich den Texten der Scharia widersprechen. Man darf diese Israeliat erwähnen und man darf sie auch erzählen. Das haben die Salaf auch gemacht. Und die Tafasir sind gefüllt davon. Aber nicht, weil man das erwähnt, um daraus Argumente abzuleiten. Oder weil man sie im Kontext der Argumentation nutzt. Die werden erzählt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Hadithu an Bani Israel wala Haraj. Hadithu an Bani Israel wala Haraj. Yani berichtet über die Bani Israel, aber darin ist kein Vergehen.
berichtet über die Banu Israel, darin ist kein Vergehen. Und dann sagte er, er unterscheidet. Ihr seht hier den Unterschied. Über die Banu Israel, die Berichte der Banu Israel, über die können wir uns nicht vergewissern. Sie können richtig sein, können falsch sein. Aber dann sagt er, der andere Teil des Hadith, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Wer über mich absichtlich lügt, der soll sich seinen Sitz in Jahannam nehmen. Das zeigt auch dieser Hadith, dass der Umgang mit den Akhbar der Banu Israel anders ist, als der Umgang mit den Akhbar des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Riwayat, die über den Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet werden. Die Akhbar der Banu Israel übrigens werden unterteilt in drei Kategorien, sagen die Ahlul Ilm. Berichte, die den Nusus des Koran oder der Sunna widersprechen. Man darf sie erzählen, aber sie werden nicht angenommen. Berichte, die dem Koran weder widersprechen, noch irgendwie mit ihm im Einklang stehen. Das heißt, der Koran hat über diese Dinge geschwiegen. Auch das darfst du überliefern, aber nicht daran glauben. Aber auch nicht verleugnen. Das könnte nämlich richtig sein. Und dann gibt es Texte, die stimmen mit dem Inhalt des Koran, der Sunna überein. Die darfst du auch überliefern, aber Grundlage bei der Annahme der Inhalte dieser Texte sind nicht die Akhbar der Banu Israel, sondern die Texte des Korans. Und ich gebe euch ein Beispiel für etwas, was meines Erachtens dem Koran widerspricht, auch wenn das die Aussage mancher der Salaf ist, wenige von ihnen. Wer ist der Al-Zabih? Ismail oder Ishaq? Wer ist der geopfert werden sollte? Ismail? Es gibt manche der Ahlul Ilm, wie Ibn Jarir al-Tabari, und das ist seltsam, Muhammad ibn Jarir al-Tabari, der im Jahr 320 nach der Hijra gestorben ist. Er war beispielsweise der Auffassung, dass der Al-Zabih nicht Ismail, sondern Ishaq ist. Es gibt natürlich keinen eindeutigen Text im Koran, der Kontext macht das aus. Aber einige der Leute, die sich spezialisiert haben im Bereich des Tarikh und der Sira, sind der Auffassung, dass diese Meinung in den islamischen Gedankenkreis gekommen ist durch die Ahlul Kitab. In der Tora, in dem Alten Testament, heißt es nämlich, dass der geopferte Sohn oder der zu opfernde Sohn Ishaq war. Einige sind der Auffassung, dass die Yahud das verändert haben, die Tora, dass es eigentlich Ismail sein sollte. Sie haben das Wort aber verändert. Und der Kontext deutet tatsächlich darauf hin. Der Kontext deutet tatsächlich darauf hin, denn in dem Alten Testament lautet es, also ungefähr in diesem, das ist jetzt nicht der Wortlaut, aber so ungefähr, da heißt es, dass Allah Ta'ala Ibrahim befahl, seinen einzigen dort zu opfern. War Ishaq der einzige Sohn oder war das Ismail der alleinige Sohn? Hä? Denn im Alten Testament, ein, zwei Seiten davor, wird erwähnt, dass Ibrahim Ismail zur Welt gebracht hat, als er, ich glaube, 86 Jahre alt war. Und Ishaq hat er zur Welt gebracht, als er 100 Jahre alt war. Wie kann es dann sein, dass gesagt wird, opfere deinen einzigen Sohn, Ishaq? Das geht gar nicht. Das heißt, wahrscheinlich, als man die Stelle hier verfälscht hat, hat man vergessen, den gesamten Kontext zu verfälschen. So etwas widerspricht dem Koran in diesem Fall.
Dieser Khabar widerspricht zumindest dem offensichtlichen Koran, wenn man das so sagen will, mit etwas Vorsicht. Also diese Athar über die 7000 Jahre, sie haben keine Grundlage, sind alle entweder Israeliat oder unauthentische Berichte. Dieser Hadith bei Sahih Bukhari, dort sagte er, Inna Allah indahu ilmu sa'a, also er hat dann diesen Vers vorgelesen, Mafatih al-Ghaybi khams, die Schlüssel des Ghaybs sind fünf, und dann las er diesen Vers, Inna Allah indahu ilmu sa'a, wa yunazzilu al-Ghayth, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun, madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayy ardin tamut. Also, bei ihm ist das Wissen über die Stunde. Er weiß, wann der Regen herabgesandt wird. Er weiß, was sich in den Schößen der Mütter befindet. Keine Seele weiß, was sie morgen erwerben oder ergattern wird. Und keine Seele weiß, wo sie sterben wird. Stellt sich aber auch eine Frage. Wettervorhersagen, widerspricht das diesem Vers? Oder ebenfalls, mittlerweile kann man ja recht früh zum Beispiel das Geschlecht des Babys und des Fötus feststellen. Wie ist das zu vereinbaren mit diesem Vers? Weil in diesem Vers, der drückt aus, dass diese fünf genannten Dinge zu dem Al-Raybul Mutlaq gehören. Es gibt zwei Formen des Raib, Al-Raybul Nisbi und Al-Raybul Mutlaq. Al-Ghayb al-Nisbi, das heißt etwas, was nur relativ zum Verborgenen gehört. Das heißt, es ist für mich verborgen, für dich nicht. Was hinter dieser Tür passiert oder hinter diesen Wänden, ist für mich Ghayb. Für die, die da hinten sind, aber nicht. Darum geht es bei dem Ghayb nicht, über den wir hier sprechen. Wir reden über den Al-Ghayb al-Mutlaq. Das heißt den absoluten Ghayb, der sich nicht auf eine Person bezieht oder auf zwei Personen, der sich auf jeden Einzelnen bezieht. Diese fünf hier genannten Dinge gehören zum Raybul Mutlaq. Wie ist das zu vereinbaren? Habt ihr eine Idee? Nein. Allah Ta'ala sagt hier nicht, er sagt, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا ist nennt man, gehört zu den Alfaz al-Umum. Alfaz al-Umum, zu den Begriffen, die eine Allgemeinheitsfunktion haben. Sie verallgemeinern Begriffe. Sie verallgemeinern Begriffe, stehen also für den sogenannten Al-Umum. Das heißt, hier geht es nicht nur um das Geschlecht des Kindes. Es geht nicht lediglich um das Geschlecht des Kindes, was zum Raib gehört, sondern um die Zustände und die Zukunft dieses Kindes in ihrer Gesamtheit. Das heißt, wie lange wird es leben, wird es gesund sein, was für Eigenschaften wird es haben, wird es glückselig sein, wird es elend sein, wo wird es enden. All diese Dinge gehören hierzu und das hat dieses Wissen, gehört zu dem Al-Ghayb al-Mutlaq, nicht das Wissen darüber, ob es männlich oder weiblich ist. Und Ähnliches kann man bei der Wetter, bei dem Regen sagen. Hier ist nicht nur gemeint zu wissen, ob es hier und da regnet oder nicht, sondern alles, was mit dem Regen zusammenhängt in seiner Gesamtheit. Gut, auf jeden Fall, danach sagte er, فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا, berichte mir etwas über ihre Anzeichen. Dann nannte er zwei Anzeichen, ich glaube, das ist offensichtlich, das muss man nicht weiter erwähnen. Er sagte, أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, dass die Sklavin ihre Herrin gebärt. Die Sklavin bringt ihre Herrin zur Welt. In manchen Riwayat des Hadith lautet es, an talid al-ama rabbaha. Rabbaha, nicht rabbataha, rabbaha. Dass die Ama, die Sklavin, ihren Herrn gebärt. Ihr seht hier, dass das Wort Rabb für Menschen benutzt werden darf oder nicht? Darf man das Wort Ar-Rabb für Menschen benutzen? In der Surah Yusuf, als einer der zwei Personen, die ihm von seinem Traum erzählt haben, was sagte er denn? Yasqi
ربه خمرا. Was heißt das? Er tränkte seinem Rabb Khamr. Was heißt seinem Rabb? Seinem König. Und als die Frau Yusuf zu verführen versuchte, was sagte er dann? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Er ist mein Herr. Er hat doch meine Unterkunft. Er hat mir doch gut getan oder er hat mir doch Güte erwiesen. Er hat mir Güte erwiesen. Wer? Wer ist damit gemeint? Innahu Rabbi. Also, als er Zuflucht bei Allah Ta'ala suchte, vor der Verführung dieser Frau, nannte er einen weiteren Grund, warum er sich nicht an dieser Frau vergehen darf. Einmal, dass es verboten ist, aber er nannte einen weiteren Grund, und das ist die Aussage, innahu Rabbi ahsana mathwai. Es ist doch mein Rabb. Er hat mir doch, er war mir gegenüber doch gütig. Er hat mir doch seine Huld erwiesen. Wer ist der Rabb hier? Allah Ta'ala oder der König? Imam al-Baghawi sagt in seinem Tafsir, dass die größte Mehrheit der Ahlul Ilm der Auffassung sind, dass hier der König gemeint ist. Dass hier der König gemeint ist. Und das zeigt auch dieser Vers, dass man, Yusuf a.s. hat den Hinterhalt negiert. Es ging ihm darum, es ist hinterhältig, also dass man sich an der Frau einer anderen vergeht, ist abscheulich, aber dass man dann noch hinterhältig ist, im Sinne, dass jemand zu dir gütig ist, dir Platz in deinem Haus gewährt, dich wohnen lässt, dich nährt und tränkt, und dann machst du dich in Abwesenheit an seiner Frau ran. Das meinte er hier. Der König war ein Kafir oder nicht? Hä? War ein Kafir. Der König war ein Kafir. Das heißt, selbst wenn ein Kafir dir eine Güte erweist, dann solltest du das solltest du ihm anrechnen. Tayyib. Was heißt aber dieser Teil? Antalid al-Amma Rabbataha. Dass eine Sklavin ihre Herrin gebärt. Das kann mehrere Bedeutungen haben. Das kann unter anderem heißen, wie es Ibn Daqiq al-Eid sagte, das kann bedeuten, dass die Menschen im Umgang mit ihren Eltern sehr grob werden. Dass sie wie Sklaven behandeln. Wie Sklaven behandeln, das bedeutet ihnen befehlen, mach das nicht. Hol mir das nicht, gib mir das. Wie Sklaven. Alles Mögliche, was du brauchst, anbefehlen den Eltern. At-Tasallut. At-Tasallut ala al-Aba'i wal-Ummahat. Das gehört zum Uquq. Deswegen sagten die Ahl al-Ilm, also was bedeutet denn Birrul Walidain? Birrul Walidain. Es ist ganz interessant, dass Allah Ta'ala den Birr der Walidain, den guten Umgang, ich übersetze das Wort Birr nicht mit Gehorsam. Ich finde, das ist etwas, den Birr mit Gehorsam und den Uquq, das Gegenteil, mit Ungehorsam zu übersetzen, führt zu Missverständnissen. Denn Leute denken, die müssen den Eltern in jeder Kleinigkeit gehorchen. Müssen. Ich rede nicht von soll, ich rede von muss. Yani, wenn er dir beispielsweise befiehlt, du hast lange Haare, Sohn, schneid deine Haare. Musst du das machen? Du hast eine gewisse Kleidung an, schwarz, der Mutter gefällt Farbe schwarz nicht, zieh dir bitte blau an. Wenn du das nicht tust, gehört das zum Uquq. Oder die Eltern befehlen dir hier, Sohn, deine Frau gefällt mir nicht, bitte scheide sie. Deswegen das Wort Al-Birr als Gehorsam zu übersetzen. Natürlich, das Gehorsam gehört zum Birr. Es ist ein Teil davon. Aber ich möchte damit sagen, dass
nicht jedes Gehorsam verpflichtend ist. Der Uquq, manche der Ahl-Ilm definieren den Al-Birr wie folgt. Ach so, vorher, was ich noch sagen wollte. Interessant ist, dass Allah Ta'ala den gütigen Umgang mit den Eltern an mehreren Stellen mit seinem Recht verbindet. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Den Haq Allah Ta'alas hat er direkt angebunden an den Haq der Eltern. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat festgelegt, bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und mit den Eltern gütigen Verkehr haben sollt, Umgang pflegen sollt. Das gilt auch, selbst wenn die Eltern Kuffar sind, nicht dem Islam angehören, selbst in diesem Fall ist der gütige Umgang mit ihnen gefordert. Was bedeutet gütiger Umgang? Einige der Ahlul Ilm sagen, Tarku tasalluti alayhima, Tarku sultana. Ja, dass er sich nicht wie ein Diktator ihnen gegenüber verhält. Ich meine mit Diktator jemand, der sich das Recht nimmt, zu befehlen und zu verbieten. Befehle erteilen und Verbote erteilen. Natürlich muss man auch sagen, der Al-Birr ist nicht gänzlich definiert worden von der Scharia. Oder hat Allah Ta'ala irgendwo, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwo erwähnt, zum Birr gehört dies und jenes und das gehört nicht dazu. Das ist nicht erwähnt worden. Was machen wir in diesem Fall? In diesem Fall, Al-Adatu Muhakkama. Das ist ein Qaida im Fiqh, ein Maxim des Fiqh. Al-Adatu Wal-Urf, I'tibar Al-A'raf. Yani, ihr seht manchmal, in manchen Quelltexten wird erwähnt, dass es zum Uquq der Walidein gehört, vor ihnen zu laufen. Du läufst hinter ihnen, nicht vor ihnen. Kann man das zu jeder Zeit sagen? Yani, das war damals tatsächlich der Fall, dass man das als das war ein Fehltritt. Es war unsittlich, dass man vor seinen Eltern läuft. Und zu dieser Zeit war diese Aussage dann auch berechtigt, dass man das sagt. Aber wenn die A'raf sich verändern und so etwas nicht mehr als Unsitte oder als Fehlverhalten gezählt wird, dann kannst du solche Aussagen auch nicht mehr zitieren und die Leute dazu drängen, sich an derartiges zu halten. Das ist genau wie viele andere Dinge, die in der Scharia zwar erwähnt worden sind, aber nicht definiert worden sind. Da gibt es ein ganz einfaches Prinzip. Alles, was in der Scharia erwähnt worden ist und nicht definiert wurde, da hält man sich an den Urf des jeweiligen Ortes, in dem man lebt. Ein Beispiel dafür ist die Sariqa. Ich habe gestern über die Sariqa gesprochen, den Diebstahl. Wir haben gesagt, Diebstahl bedeutet etwas in Deckung aus einem Ort zu entwenden, in dem dieses Objekt in der Regel beschützt wird. Min hirzi mithlihi. Akhdu shay fi khafa min hirzi mithlihi. Al-Hirz ist der Ort, an dem etwas geschützt wird. Tayyib. Was ist das? Woher soll ich wissen, wo was geschützt wird? Wenn jemand ein Handy hat und er lässt es zu Hause auf seinem Tisch liegen, gehört das zum Schutzbereich im Urf der Menschen? Wahrscheinlich schon. Kein Mensch versteckt sein Handy in den Tresor, bevor er schlafen geht. Tayyib, aber Schmuck, Diamanten, Gold, Silber wahrscheinlich nicht mehr, so ist nicht so wertvoll, aber derartige wertvolle Schmuckgegenstände lässt jemand auf seinem Tisch liegen? In der Regel nicht, also man
Man bewahrt sie nicht auf seinem Tisch, man bewahrt sie schon in abgesperrte und verriegelte Schränke oder Tresoren. Das heißt, wir schauen mal, wie die Menschen das so machen. Wenn jetzt jemand diesen Schmuck, Diamanten oder Gold aus einem Tresor, er bricht einen Tresor auf in der Nacht und klaut das, das nennt man Sariqa. Sollte er es aber aus einem Ort entwenden, er hat es gesehen, es liegt irgendwo in dem Hof von dem Mann, er hat es im Hof liegen lassen und die Tür war auch noch offen, er hat einen Schritt reingemacht, hat die Sachen genommen und ist weggerannt. Man hat ihn erwischt. Nennen wir das Sariqa. Sariqa Shara'an. Es ist eine Form von Diebstahl, aber die Bedingung für den Had sind nicht erfüllt. Er hat es nämlich nicht aus dem Hirs gestohlen. Das heißt aber nicht, dass er straflos davonkommt. Na. Diese Aussage, Antalid al-Amatu Rabbataha, kann also entweder bedeuten, dass die Menschen mit ihren Eltern wie Sklaven umgehen und selbst die Herren spielen. Das kann aber auch eine andere Bedeutung haben. Und zwar kann es einfach bedeuten, dass es in einer Epoche und in einer gewissen Phase sehr häufig zu Sklavenhaltung kommt. So häufig, dass die Menschen viele ihrer Kinder aus Sklaven zeugen. Das kann das bedeuten, und das deutet dann auf die Futuhat und derartiges hin. Es ist interessant, es gab eine Dynastie, also eine Herrschaft, die nannte man Dawlatul Mamalik. Dawlatul al-Mamalik. Die Mameluken, die Deutschen nennen das Mameluken, die Mameluken-Dynastie. Das war unter anderem in Ägypten. In Ägypten, ein König nach dem anderen war ein Sklave. Deswegen Mamalik, das heißt Sklaven. Ein Sklave nach dem anderen reißt die Herrschaft an sich und haben dort geherrscht, eine Dynastie gehabt. Unter ihnen war der bekannte, ein sehr bekannter König, in der Zeit vom Verfasser, An-Nawawi, Bibars. Bibars hieß er. Mit dem hatte An-Nawawi auch einige Wortgefechte gehabt. Na. Das zweite, an tara al-hufat al-ura al-ala ri'a asha yatatawaluna fil bunyan, das ist offensichtlich, dass die barfüßigen, mittellosen Schafshirten miteinander konkurrieren im Hochbauen der Gebäude. Und damit sind die Leute unter anderem auf der arabischen Halbinsel gemeint. Damit hätten wir den zweiten Hadith ebenfalls. Eine Sache haben wir vergessen, und zwar der Ihsan. Allah Ta'ala sagt ja, der Prophet sagt in diesem Hadith, als er über den Ihsan gefragt worden ist, das Guttun, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, das ist Stufe 1. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Er hat hier zwei Stufen der Ubudiyya genannt. Zwei Stufen der Al-Ubudiyya. Die erste ist die höhere. Die höhere Form der Anbetung. Und zwar das, was man Maqam al-Mushahada nennt. Maqam al-Mushahada. Der Maqam, die Stellung der Al-Mushahada ist das Sehen, das Blicken. Jemand, der Allah Ta'ala so anbetet, als ob er ihn sehen würde. Sehen mit dem geistigen Auge. Ja, und deswegen sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Laysa al-Mukhbaru kal-Mu'ayin. Jemand, dem etwas berichtet wird, ist nicht wie jemand, der etwas mit seinem Auge sieht. Das habe ich euch gestern ein Beispiel erklärt. Ne? Erinnert euch? Nochmal zur Erinnerung.
Jemand erzählt dir, dass Fulan gestorben ist. Und er kommt zu dir, eine Person, aber sie ist vertrauenswürdig, du glaubst ihr. Diese Aussage von ihm, dass er gestorben ist, schafft in dir eine Form von Überzeugung. Dann kommt eine zweite Person, die erzählt dir das Gleiche. Nehmen wir mal an, die Überzeugung beginnt bei 1% und endet bei 100%. Mit der zweiten Aussage hast du 40% an Überzeugung geschafft. Stell dir vor, jetzt gehst du dorthin und siehst das mit deinem Auge. Du siehst ihn tatsächlich mit deinem eigenen Auge, dass er gestorben ist. Ist das die gleiche Überzeugung? Das ist niemals die gleiche Überzeugung. Hier ist jetzt die Überzeugung 100% erfüllt. Und genauso jemand, der Allah Ta'ala anbetet, als ob er ihn sieht. Das ist eine ganz andere Welt, wie jemand, der Allah Ta'ala anbetet, nicht aus diesem Aspekt, sondern aus dem Aspekt, dass Allah Ta'ala ihn sieht, nicht er, also er der Diener, Allah Ta'ala sieht. Das sind zwei verschiedene Welten. Deswegen sagte eine der Arifat, eine Asketin, sie sagte, man abad Allah ala al-mushahada, fahu arif, fahu al-arif. Wer Allah Ta'ala im Sinne der Mushahada anbetet, also mit seinem geistigen Auge, für ihn ist der Ghaib wie etwas Sichtbares, für ihn ist all das, was für andere Ghaib ist, etwas Wahrnehmbares, was er fühlt und sieht mit seinem geistigen Auge. Sie sagen, der ist der Arif, das ist der Kenner. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَىٰ اِطِّلَاعِهِ هُوَ فَهُوَ الْمُخْلِصِ. Wer aber Allah Ta'ala anbetet, jetzt aus der anderen Warte, aus einer anderen Perspektive, also aus der Perspektive, dass er weiß, dass Allah Ta'ala ihn sieht, also er beachtet das, er beachtet Allah, der ist der Mukhlis. Denn dieses Gefühl, das sich vor Augen zu führen, fördert ein Schamgefühl. Ein Schamgefühl gegenüber Allah Ta'ala. Deswegen sagten einige der Salaf, sie sagten, Khafillah ala qadri qudratihi alaik wa ala qadri qurbihi mink. Deine Angst vor Allah, wie soll sie sein? Er sagte, deine Angst vor Allah soll entsprechend der Macht Allahs über dich sein und entsprechend seiner Nähe zu dir. Das ist der Al-Ihsan. Oder der Ihsan ist auch die Aussage eines anderen. Er sagte, لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. Du sollst Allah Ta'ala nicht zu dem geringeren Beobachter machen. Was heißt das? Er soll nicht der geringere Beobachter sein. Das ist der Ihsan. Dass du das auslebst, das ist der Ihsan. Was bedeutet das? Yani, in Anwesenheit von Menschen unterlässt du gewisse Handlungen. Warum? Weil ihre Augen dich beobachten. In ihrer Abwesenheit führst du diese Handlungen aus, missachtest die Anwesenheit Allah Ta'alas. Oder? Das ist gemeint damit. Er soll nicht der geringere Beobachter sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا تَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in Himmeln und was auf Erden ist? Es gibt kein Zwiegespräch unter drei, außer dass er ihr Vierter ist. Und keins unter fünf, außer dass er ihr Sechster ist. Und nicht weniger und nicht mehr, illa wa huwa ma'akum. Oder ma'ahum. Illa wa huwa ma'ahum. Aina makan oder ma'akum. Ma'ahum. Tayyib. Außer dass er mit ihnen ist, egal wo sie sind. Das ist der Ihsan. Das zu beachten, danach zu leben, das ist der Al-Ihsan.